Was waren die schlechtesten und die besten Investments, die ich als Teenager gemacht habe? Genau diese Frage möchte ich beantworten, denn daraus habe ich sehr, sehr viel lernen können. Und dieses Video wird dir dadurch helfen, quasi auch selbst bessere Investmententscheidungen treffen zu können. Ganz kurz, was ist ein Investment? Jetzt mal ganz leger gesagt, Investment ist etwas, was, wenn du darin Zeit und Geld oder eins von beiden oder beides investierst, dass es dir mehr von dem Besagten bringt, also mehr Zeit oder mehr Geld. So, ein Fernseherkauf, ganz klassisch, ist kein Investment, sondern einfach nur eine Ausgabe. So, da hast du nicht mehr Zeit durch, nicht mehr Geld, du bist nicht unbedingt schlauer, je nachdem, was du dir anschaust. Das heißt, das ist einfach nur eine Ausgabe und das Geld kommt nicht zurück, ist komplett verloren. Aber jetzt ganz klassisch irgendwie in Aktien zu investieren, das wird über die Jahre dir das Geld, was du rein investiert hast, zurückgeben und sehr wahrscheinlich noch viel mehr, wenn es ein vernünftiges Investment ist. So, natürlich haben Investments immer auch ein Risiko. So, sie können funktionieren, sie können auch nicht funktionieren, aber genau das belohnt ist ja quasi, also das erhöhte Risiko. Je höher das Risiko, desto höher ist auch grundsätzlich das, was du bekommen könntest, als quasi Return on Invest, als sogenannten. Und mein erstes wirkliches Investment quasi in mich selbst war ein Buch damals, das nennt sich Wie man Freunde gewinnt. Und das war ziemlich spannend, wirst du vielleicht auch sogar kennen. Und von Dale Carnegie ist das. Und er redet grundsätzlich davon, wie man Leute überzeugt, wie man richtig zuhört, wie man einfach quasi sich beliebt macht, andere beeinflusst, Freunde gewinnt. So. Also hört sich ein bisschen komisch an, eigentlich der Titel, aber es ist ein sehr, sehr starkes Buch. Und das hat, keine Ahnung, 20 € gekostet und wir sind ja 20 Stunden meiner Zeit, sagen wir mal. Und das habe ich quasi investiert in mich. So. Und was ich als Outcome von diesem verhältnismäßig kleinen Investment bekommen habe, war ziemlich krass. Also ich habe quasi, ich war damals noch in der Schule und ich habe dadurch viel besser verstanden, wie die sozialen Dynamiken funktionieren und habe mich viel leichter mit anderen anfreunden können, habe mich dadurch viel wohler gefühlt und dieses Wissen hilft mir bis heute, sei es bei Kunden, bei Mitarbeitern oder wo auch immer, ja, einfach gut anzukommen und ja, die Prinzipien davon zu nutzen, um ein besseres, glücklicheres Leben quasi zu haben. So, und das war ziemlich nice. So, das war einer meiner ersten Investments, die mega klein waren, aber trotzdem mega gut waren. Und ich habe zwei, und ich will aber auch mal zwei Beispiele geben von klassischen Ausgaben, die ich getätigt habe, wo ich dachte, sie wären krass, waren sie aber überhaupt nicht krass. Das war eine der ersten Sachen, die ich damals mir geholt habe. Ich habe damals einen Nebenjob gehabt, also ganz klassisch Zeitung austragen, was so ziemlich jeder Teenager in meinem Alter gemacht hat. Und ich habe, glaube ich, 40, 50 € im Monat daran verdient, so, also super, super wenig, und habe dementsprechend ein komplettes Jahr gespart. So, ich habe noch bei meinen Eltern logischerweise gewohnt, das war in der Schulzeit, um 400 € zur Seite gelegt zu haben. Und diese 400 € habe ich dann für ein iPad Mini ausgegeben. Ich weiß noch, damals bin ich in Saturn gegangen, war mega das coole Gefühl, habe mich voll gefreut, schon Tage vorher mega gefreut, das zu tun. Und dann habe ich dieses iPad und war auch, sag ich mal, in der ersten Woche, vielleicht sogar im ersten Monat mega geil. Und danach war es mir aber eigentlich wieder egal. So, also vielleicht kennst du das, du freust dich mega auf die Sache, willst sie unbedingt haben. Und sobald sie dann da ist, denkst du so, okay, ist schon nice, aber verändert es auch nicht wirklich dein Leben. So, hat mir wahrscheinlich eher sehr viel Zeit gekostet, sogar, die ich da investiert habe in irgendwelche Spiele und so, was jetzt einfach nicht so krass war. Und dann danach folgten quasi auch noch viele weitere Technik-Gadgets, sei es irgendwelche Kameras oder irgendwelche Uhren und ja, noch weitere iPads und MacBooks und was auch immer, so relativ viele Sachen, wo ich dachte, das ist so geil, das wird so nice, wenn ich das habe. Und es war dann am Ende doch nicht geil. So. Aber dann gab es auch immer wieder Sachen, und das ist dann auch die Sachen, wo du für dich persönlich am meisten rausziehen kannst, die in meinem Leben einen unglaublich großen Unterschied gemacht haben. So, einerseits zeitlich habe ich dann während dieser, quasi wo ich mein erstes iPad gekauft habe, auch habe ich sehr viel Zeit in Bücher investiert. So, also Geld ist nicht wirklich der Rede wert, so 10, 20 € auch bei Audible. So, das ist alles mega entspannt, aber vor allem die Zeit mir genommen und mir da zu allen möglichen Themen Wissen angeeignet. Das war halt ein sehr, sehr großer Return on Invest. Da habe ich sehr, sehr viel draus mitgenommen bis heute und mache ich auch bis heute immer noch. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, egal wo du gerade stehst, sehr, sehr zu empfehlen. Aber vor allem quasi finanziell die größten Erfolge hatte ich, als ich quasi in mein erstes richtiges Mentoring investiert habe. Also ich habe damals, das war so 2019 auch ungefähr, im Sommer 2019, in ein Mentoring investiert. Das hat 6.000 € gekostet und das
hat mir nochmal geholfen, das ganze Thema auch Unternehmen aufbauen, Team aufbauen und so weiter komplett zu beschleunigen, weil ich quasi einen Mentor, einen Ansprechpartner hatte, dem ich alle möglichen Fragen stellen konnte und der mir auch immer sagen könnte, hey, das ist jetzt gerade wichtig, das sind deine Prioritäten, das ist dein ganz klarer Plan. Weil ich zum Beispiel habe also damals mir auch immer schon versucht, sehr viel selbst anzueignen durch Google und durch kostenlose Bücher und PDFs und so weiter. Und jetzt mit ChatGPT und dem ganzen Kram ist es sogar noch leichter, sich grundsätzlich an sich Wissen anzueignen. Aber du musst ja trotzdem wissen, was sind die Prioritäten und was sollte ich mir eigentlich gerade anschauen? Welche Fragen sollte ich mir stellen? Und das kann halt ChatGPT immer noch nicht beantworten, so, weil dazu, es gibt es viel, viel mehr zu wissen und viel mehr, brauchst viel mehr Kontext. So. Aber genau, deswegen, das war ein Rieseninvestment für mich damals. Die 6.000 Euro hatte aber auch ein Riesen-Outcome. So, ich habe dann im ersten Jahr, wo ich dieses Coaching quasi umgesetzt habe, schon so roundabout 500.000, 600.000 Umsatz gemacht. Also unglaubliche Zahlen quasi für die Stage, in der ich war. Und das hat einfach das mega beschleunigt. Und das zweite Investment quasi war dann, dass ich mir sogar einen persönlichen Mentor geholt habe. Was bedeutet das? Also wirklich einer, den ich offline persönlich kenne, mit dem ich regelmäßig Calls habe, der mich quasi soweit privat, aber auch beruflich eben ja schon seine Lebenserfahrung, seine Business-Erfahrung weitergeben kann und mich persönlich auf meinen Weg begleitet, sodass, wenn ich irgendwelche Struggles habe, halt nicht alleine einfach frustriert das Handtuch werfe, sondern eben genau weiß, hey, ich spreche mal mit dem und dann finden wir schon eine geile Lösung. Und das ist eben das Coole, also dass je teurer die Investments sind im Bereich Zeit oder Geld, also je mehr Zeit ich investieren muss oder je mehr Geld ich investieren muss, desto eher hast du halt auch eine sehr, sehr große Belohnung, einen sehr großen Reward quasi aus der ganzen Aktion. Also ein Buch kostet 20 Euro, mega nice, so nimmst du natürlich auch trotzdem ernst, so, weil es vielleicht von einem coolen Autor ist, der dir gefällt, aber es wird in der Regel selten dein komplettes Leben umkrempeln. Es gibt wenige Bücher, die das können, zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, Wie man Freunde gewinnt, war auf jeden Fall so eins. Aber die Beschleunigung quasi in meinem Leben im Bereich jetzt, keine Ahnung, Unternehmenswachstum, beruflichen Erfolg hatte ich auf jeden Fall, als ich angefangen habe, mehr mit meinem Mentor zu arbeiten, überhaupt einen Mentor zu suchen und in dieses besagte erste Coaching quasi zu investieren, um da einfach alles an einem Fleck zu haben, alles das ganze Wissen zu haben. Ich habe da auch sehr viele Freunde durchgewonnen, die mich bis heute begleiten, wo wir es bis heute gemeinsam machen. Und das kann ich dir einfach nur raten, da wirklich Lebenszeit zu sparen, nicht alles versuchen alleine zu machen, sondern sich Rat zu holen und quasi auch offen für Feedback, offen für Kritik, offen für Ratschläge zu sein. Es gibt Leute, die haben genau das schon erreicht, was du erreichen möchtest. So, warum nicht einfach sich von denen ja, deine Fragen beantworten zu lassen? Hört sich super simpel an, tun die meisten sich aber dennoch schwer, egotechnisch, sage ich mal, da so offen zu sein.